Narzissmus ist heilbar. Und das sage ich euch, so wahr ich hier sitze. Ich habe wirklich mich überwunden, hier diese ganze Serie zu machen, diese ganze Szenerie darzustellen. Ich habe quasi emotional die Hosen runtergelassen. Aus welchem Grund, aus welcher Motivation sollte ich das machen? Ich bekomme nichts dafür. Wenn ich nicht wirklich davon überzeugt wäre, dass es so ist. Ich weiß ganz genau, wie ich damals war. Schaut meine anderen Videos an. Ich habe viele, viele Sachen gemacht, die genau dem Typ entsprechen. Und ich habe ihn geheilt. Ich habe ihn friedlich zu schlafen gelegt und dann ist ein anderes Ich aufgestanden. Narzissmus ist heilbar. Und dann erzählt ihr mir nicht, was alles nicht möglich ist, weil ihr habt es in Büchern gelesen. Ich habe die und die Erfahrung gemacht. Das mag ja sein. Für euch ist es nicht möglich, weil es vielleicht in eurer Welt so nicht vorgesehen ist. Oder ihr einfach daran glaubt, dass es nicht möglich ist. Dann wird es auch in eurer Welt nicht möglich sein. In meiner Welt ist es möglich. Und ich beweise es dir. Die ersten 5, die glauben, von diesen Sachen heimgesucht worden zu sein. Also die Narzissten spreche ich jetzt hier an. Ich spreche gezielt die Narzissten an, die wissen, sie handeln falsch und sie kommen aus ihrer Rolle nicht raus, aus diesem ganzen scheiß Ego-Thema, das sie ständig mittragen. 5 Narzissten coache ich, begleite ich und ich helfe ihnen innerhalb 3 Monaten von Narzissten zum liebenden Mensch zu gehen. Die ersten 5. Völlig kostenlos. Das interessiert mich gar nicht. Mir ist es wichtig, dass du dich veränderst und damit Veränderung in der Menschheit bewirkst. Denn umso mehr du dich verbesserst, umso weniger kannst du anderen Schaden zufügen. Um das geht es mir. Ich will die Narzissten erreichen, die ehrlich zu sich selber sind und die Welt aber trotzdem verbessern wollen. Und die gibt es. Erzählt mir keinen Käse. Narzissmus ist nicht heilbar. Narzissmus ist, was weiß ich nicht alles. Das sind Menschen. Menschen können sich verändern. Nichts ist endgültig. Denn auch die Hummel fliegt, obwohl die Physik sagt, das ist nicht möglich. Doch die Dynamik macht das möglich. Und die Hummel weiß es nicht. Also fliegt sie einfach. Alles ist möglich, was wir denken können. Und alles ist nicht möglich, was wir denken können. Also liebe Leute, wenn du Bedarf hast an einem Coaching, endlich aufhören mit dem Scheiß, dann melde dich bei mir. Ich bin für dich da, so wahr ich hier sitze. Weil ich bin den Weg gegangen. Garantiert.